wieder Ahoi, ihr Landratten. Willkommen zu einem mal wieder sehr nassen Spiel. Wir machen die nächste Partie, Cruel Seas, auf unserem Kanal hier bei Tabletop Stuff. Und ja, laden euch herzlich ein, uns zu begleiten. Starten wir gleich mal mit der Flottenvorstellung. Das wollte ich gerade sagen, Armeevorstellung ist es aber nicht. Mit der Flottenvorstellung. Und gehen direkt mal hier in die Totale. So, wir haben hier einmal die amerikanische Flotte, die versucht heute ein paar neue Truppen an Land zu bringen. Sprich, ich spiele hier einmal, nicht einmal, sondern zweimal drei Landungsboote. Habe zwei Torpedoboote dabei, die USPT Boat Elcos, die relativ gut bewaffnet sind. Die haben eine 40mm Kanone, eine 37mm Kanone und noch so ein paar anderes Gruppzeug zu Torpedos. Vier Torpedos noch dabei. Und als Unterstützung versuche ich diesmal einen Flieger einzusetzen. Das ist das erste Mal, dass wir einen Flieger dabei haben. Da sind wir beide schon sehr gespannt drauf, wie das denn alles so sauber funktioniert. Ja, dann kommen wir zum Japaner. Der stellt sich am besten selber vor. Ja, hi Leute. Meine japanische Flotte, die hier jetzt wieder in See sticht. Wir haben den Minesweeper, den Minesweeper, als Flaggschiff, was ich unbedingt auch aufstellen muss. Und heute mal zur Abwechslung drei von diesen T-14-Booten, die auch mit Torpedos ausgerüstet sind und jeweils eine 20mm verbaut haben. Aber wie wir es halt im Vorfeld gerade eben besprochen hatten, sinnigerweise jetzt hier als unerfahren aufgestellt sind. Einfach mal testen, wie das heute funktioniert. Deshalb habe ich diese Sampans heute mal zu Hause gelassen. Und ja, nochmal die altbewährten Kamikaze-Boote. Auch hier wieder die Version mit den Raketenwerfer. Die fand ich im letzten Spiel eigentlich ganz angenehm. Und ja, zusammen 595 Punkte. So, genauso bei mir sind auch 595 Punkte. Ich muss noch eben den Nachtrag machen. Die beiden Torpedoboote und der Flieger sind Veteranen. Die Landungsboote bekomme ich aus dem Szenario her umsonst, sind aber nur regulär. Mhm. Genau. Und dann kommen wir mal gleich zur Aufstellung und melden uns gleich wieder. So, fangen wir an. Ich ziehe den ersten Würfel. Und ja, zum Glück der Amerikaner. Wir spielen im Übrigen das Floor-Geplänkel zu unserer neuen Runde. Sprich, der Amerikaner versucht jetzt im Grunde genommen Truppen anzulanden. Sprich, als erstes haben wir ein Cruise-Seas-Spiel, womit wir zeigen wollen, wie die Anlandung bzw. die Überquerung des Wassers praktisch kommt. Der Japaner versucht natürlich entsprechend jetzt meine Landungsboote abzufangen. Und wenn er das schafft, bekomme ich im nächsten Spiel pro Boot, was er abschießt, 25 Punkte weniger an Truppen beim Boat-Action-Spiel, was hier drauf folgt. Und wenn er alle Schiffe abschießt, habe ich nochmal den zusätzlichen Malus, dass ich in der nächsten Runde diese Truppen, die angelandet werden, was mein Nachschub ja ist, den ich gekauft habe, nicht benutzen darf. Das heißt, die müssen dann eine Runde aussetzen. Genau. Und dann würde ich jetzt als erstes versuchen, das erste Landungsboot reinzubringen und entsprechend schon mal auf Vollspeed zu gehen. Das werde ich jetzt einfach mal exemplarisch schon tun. Wir haben uns im Übrigen geeinigt, dass wir, wenn ich das Maßband finde, auf 20 cm reinkommen, weil wir sonst, da sind 20 cm, weil wir sonst ein bisschen lange spielen werden, weil wir sonst 12 bis 13 Runden alleine die kleinen Boote fahren lassen. Das wäre jetzt etwas, weil sie einfach extrem langsam sind. Ne? Genau, etwas oversized.
Hier kommt das Boot rein. Die kommen natürlich mit Fullspeed rein. Dementsprechend dürfen die jetzt noch 9 cm nach vorne. Zack. So, und das war dann schon der erste Zug. Ich werde jetzt mal hier erstmal Frankfurter Schule technisch den Tisch ein wenig freiraumen. Ja, und dann würde ich sagen, lass die Spiele beginnen. Ich ziehe einfach mal den nächsten Würfel. Du kannst dich jetzt konstant selber ziehen. Meinst du? Damit du weißt, wo du reinkommen kannst. Genau. Ne? Ist klar. Ich schicke einfach das nächste Landungsboot mehr hinterher. Wieder? Natürlich. Ist auch eigentlich dein Metier, oder? Sich immer selber ziehen? Ja, deshalb. Mal gucken, wie lange die... Die Strähne an. Ja. Halt. Oh. Jetzt habe ich eine artistische Einlage mal eben noch gemacht. Könnerkind, dafür vielleicht auf, mich selber zu ziehen. Ja, gut. Dann fange ich mal an. Dann übernehme ich mal den Machtstaffelstab. Joa, was habe ich denn? Ich stelle den großen rein. Genau, stell schön mal den großen rein, damit ich meine Torpedos abschießen kann. Ja. Nein, ich fange jetzt hier mal den kleinen an. Da muss ich erstmal wieder umdenken, ne? Auf Zentimeter. Ja, das ist immer das. Hallo, jetzt wackel nicht so. Ich habe die Kamera in der Hand. So, hier. Jetzt muss ich selber mal gucken, der T14, der ist ja jetzt heute mal neu für mich. Ja, vor allem auch mal ein schnelles Boot, ne? Nicht nur diese Holzboote, diese... Ja, die Geschwindigkeit war ich bisher von den Japanern nicht gewohnt. Deshalb muss ich jetzt mal gucken, der hat... Full hat er 30 cm. 30 cm. Ja, zoom mich mal ein bisschen raus, sonst kommst du mir schon viel zu nah. Das mache ich jetzt mal hier. Achso, oder 30. Zack. Mhm. Alles klar. Dann gehe ich mal mit der Kamera. Zum Beutel. Noch eine? Genau. Ja, dann nehme ich mir das nächste T14-Boot und ich würde das im Prinzip, eigentlich kann man das hier parallel setzen zu dem, und so würde ich das hier machen wollen. Interessanter Art abzumessen. Ja, gut. Das ist ja recht. Alles gut. Bisschen Augenmaß haben wir wohl. 20. Und mach mit dem Fullspeed fast. Das ist der zweite von der T14-Truppe. Dann übergebe ich die Kamera mal wieder. So, da deine kleinen Dinger da schon reinkommen, werde ich mal zusehen, dass ich hier auch mal was zum Schießen reinbringe. Die waren schneller als 30. 39 können die Jungs. 39? Das ist aber auch ein komischer. 13, 13, 13. Ja, okay. Ja. Genau. Dann würde ich sagen. 13.
15. Jetzt muss ich mal kurz auf meine Karte gucken. 360. Mal wieder eine 45 Grad Drehung und fahre nochmal die restlichen 13. So, und dann lege ich jetzt erstmal meine Bugwelle drunter und dann schauen wir mal, was wir schießen können. Weil ja. So, jetzt habe ich gecheckt, was das Boot für Waffen hat. Das war mir gerade noch nicht genau bewusst, weil ich das letzte Mal eine etwas ältere Version von den Torpedobooten eingesetzt habe. Ich habe im vorderen Bereich eine 37mm Kanone, habe hier an der Seite eine 20mm Kanone, habe im hinteren Bereich eine 40mm Kanone, die 360 Grad schießen kann. Auf den Türmen sind zwei Twin HMGs und es hat noch irgendwo am Bord noch zwei normale MGs und schießen kann alles. Die Kanonen, die 37, die 20mm und die 40mm müssen alle treffen auf die 5. Das heißt, der Base to Hit ist ja die 5, dann ist es unterhalb. Das bedeutet, wir haben minus 2. Nein, unterhalb, nicht minus 2, es bleibt bei 5. Der Veteran-Status gibt mir 7. Full Speed ist minus 2. Ich glaube, wir haben uns verrechnet. Du hast dich über 24 bewegt, ist die 4. Und du bist Small, ist die 3. Treffen auf die 3. Macht eigentlich noch meine unerfahrene Besatzung was? Nicht beim Schießen von meiner Seite. Andersrum ja, aber wenn ich jetzt schieße, dann uninteressant. Bleibt es erstmal bei der 3. Genau. Genau. Ja, bin ich gerade verrechnet. Jo, kein Problem. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen. Ziel ist übrigens hier natürlich der T14er hier. Genau, richtig. Ich schieße hier alles auf den T14. Als erstes mal auf die 3, die 37mm, die ich vorne habe. Trifft schon mal nicht. Dann die 20mm an der Seite. Trifft nicht. Und die 40mm, die hinten ist. Das ist eine 10 leider. Trifft auch nicht. So, dann haben wir noch MGs. Die sind leider über halbe Reichweite. Zwei Twin HMGs, die schießen dann leider nur noch auf die 1. Okay. Die kann ich auch beide zusammen, das ist ja scheißegal welche. Und die treffen beide nicht. Ja, dann würde ich sagen, war es das schon mit dem Schießen und dann sind wir durch. Ja, dann. Kurze Nachfrage noch eben. Ja. Plumpmager, wie die Dinger heißen? Nur bei großen Waffen, sprich 40 mm größer und. Dann waren die ja uninteressant. Genau, die sind hier jetzt gerade uninteressant. Okay, gut. So, dann geht's weiter im Text. Der Paner da. Paner. Gib ich dir der mal hier die Macht. Merci. So, wir haben noch unseren großen Kutter. Wir haben noch ein T14. Und wir haben noch unser Kamikaze-Boot. Ich würde einfach mal mit dem letzten T14 weitermachen. Das ist die Frage. Die Frage, ob wir hier so ein bisschen Christian sein Torpedoboot ein bisschen einkesseln. Nee. Ja, ich glaube schon. Combat, das waren 20. Dann würde ich nochmal mit 20 drauflegen. Da konnte ich mich einmal schwenken.
Du fährst 10 Turn. Nach jeder kannst du turnen. Du kannst 10 Turn, 20 Turn, 30 Turn. Ist aber hier eigentlich unerheblich, weil die MGs haben 360 und die 20 mm ist eh für die Front ausgerichtet. Ja. Naja, passt das. Gut, dann haben wir hier Combat. Und dann würde ich auch mal versuchen, auf dein Boot zu schießen hier vorne. Feige, ob mit der Geige. So, was haben wir denn für eine Distanz? Ich würde erstmal diese 20... Halben Meter würde ich sagen, mindestens. Ja, die 20 mm nehmen, die ist hier vorne. Alles 18. über 25 ist arschegal, weil dann bist du halb. 18 habe ich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir 5. Du bist inexperienced. Genau. Dann haben wir die 3. Du fährst kein Fullspeed, du fährst nicht über 30 cm. Und du bist nicht slow oder stationary. Das bedeutet nichts. Wir sind weiter bei der 3. Speed des zu zielenden Objektes ist über 24. Mhm. Das bedeutet minus 1. Sind wir bei der 2. Und ich bin small, ist nochmal minus 1. Das heißt 1 plus. Nee, 1 minus. 1. 1 und 1. 1 konnte ich aber trotzdem würfeln. Ne? 1 kann man würfeln, genau. Ja. Das ist eine 10%ige Chance. Es gab ja irgendwie diese eine Grenze, ne, wo man gesagt hat, dass ich... Wenn es unter 0 fällt. Ja. Also die 1 kannst du noch würfeln und alles, was rechnerisch unter 1 ist, kannst du nicht treffen. 1. Nein, ist keine 1. Okay, dann machen wir die 2 MGs, die noch mit drauf verbaut sind. Ja. Die sind hier einfach einmal in der Mitte von dem Boot. Das sind normale MGs, ne? Die haben 30 cm. Genau. Normales MG, zweimal. Einmal 19 und einmal 20. Ja. Zentimeter. Da haben wir dann die 5. Über halbe. Ah, jetzt ist es, glaube ich. Ist die 3. Inexperienced ist die 1. Jetzt kommt du rein. Hast. Dich nicht zu schnell bewegt, aber ich bewege mich über 24. Wir sind bei der 0. Und ich bin small, ist bei minus 1. Das ist natürlich jetzt. Fall. Genau, das ist der Fall, dass du mich hier gar nicht mehr mit diesen treffen kannst. Einfach nicht mehr treffen kann, genau. Und somit ist das Boot dann auch abgehandelt. Genau. Okay. Alles klar, dann würde ich einfach mal nochmal ziehen. Genau. Schön. Da macht das. Wir wollen alle grün sehen. Ich wackle hier so ein bisschen, um das Wasserschaukeln zu simulieren. Genau. Alles klar, dann würde ich sagen, muss ich jetzt erstmal hier dir leider das hier übergeben, sonst... Mach nochmal geben. Genau. Sonst ziehe ich hier nämlich meine ganzen Boote durcheinander. Zack. Ja, dann würde ich sagen... Das sieht schon cool aus jetzt mit ein paar Booten jetzt mehr hier. Ne, auf ja. Dem das nimmt hier schon... Vor allem, weil ich die Landungsboote ja mal eben noch schnell angemalt habe. Ne? Ja. Gemalte Fahrzeuge sind immer schöner als... Wobei ich immer noch nicht die Produktverpackung von Warlord Games bei den Landungsbooten verstehe. Warum sind 4 Landungsboote in einem Paket, wenn ich die nur in 3er Paketen aufstellen kann? Mhm. Aber... Du sollst noch mal kaufen. Immer kaufen. Ich mochte Warlord Games immer so gern, weil es keine... Ja, weil es nicht so ist, ne? Aber es ist ja auch nicht... Genau. Aber egal. Bei wenigen Sachen wirklich so. Nee, das stimmt. Ich glaube, wir hatten auch irgendwann mal so Schablonen, ne? Ja, kann ich gleich nachgucken, nachdem du das Boot platziert hast. Aber das geht auch mit Maßband, alles gut. So, jetzt werde ich ein bisschen schlauer. Ich
Dann mache ich nur Combat Speed. Mhm. In der Hoffnung, dass du mich jetzt hier versenken kannst, genau. Beziehungsweise... Ich drehe mich einmal um die 5 Millimeter, damit meine 20 mm auch in der richtigen Richtung zieht. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es diesmal ausfällt. So, die 40 mm ist bei... Bin ich dran? Ja, ne? Mhm. Ist bei 23. Mhm. 23, die 40 mm. Ach, unter halber Reichweite, das ist schon mal gut. So, das heißt, wir haben 5, 7. Du bist 30 schnell, ne? Ich habe da Full Speed gemacht. 6. Bin ein kleines Boot. 6. Small ist die 5. Das heißt, ich treffe auf die 5. Mhm, dann gebe ich dir hier mal Würfel. Genau, dann würde ich jetzt erstmal die 40 mm schießen. Trifft. Mhm. Werde ich wieder wählen. Immer dann. Die 20 mm ist 50 mm weit. Das heißt, es ist auch unter der halben Reichweite. Das bedeutet, die auch auf die 5. Trifft auch. Die 37 mm hat eine Reichweite genauso wie die 40 mm. Das bedeutet auch auf die 5. Oh, jetzt kommen jetzt kommen sie aber, ja. So, und dann habe ich noch zweimal MMGs. 0 bis 30, das heißt, es ist lange Reichweite. Da ziehen wir dann nochmal 2 ab, dann sind wir bei der 3. So, einmal nein. Und die zweite Doppel-MG ist auch nein. So. Jetzt wird es interessant. Genau, jetzt habe ich ja dreimal getroffen. Die 37 mm und die 40 mm machen jeweils 4W6 Schaden. Ich gehe mal kurz an dir vorbei, die Würfel holen. So, ich habe mal eben hier die Würfel rausgesucht. Die 20 mm macht 3W6 Schaden. Die 37 als auch die 40 mm machen je 4W6 Schaden. Dieses riesengroße T14 Boot von den Japanern hat ganze 15 Hüllenpunkte. Ja. Also richtig grandios. Ich befürchte, dass ich die alleine schon mit der 20 mm abschieße. Oh. Ah, nee, das boah, ist, da warst du vorlaut. Ich würfel genau. Das jetzt einfach hinterher. Bevor ich zu vorlaut bin. Ach, guck mal hier, viel ja, kritisch, ja, oder? Ja, ja. Hm. Ich würfel die kritischen jetzt nicht mehr, weil das sonst ja, so ist. Ja, das ist Quatsch, ne? Ja. Also man hat gesehen jetzt hier, das T14 ist jetzt weg und bestätigt halt wieder meine Aussage, die ihr jetzt am Anfang gar nicht mitbekommen habt. Man könnte dieses Boot natürlich auch regulär und auch Veteran spielen. Unerfahren für 65 Punkte und regulär dann schon 115 Punkte. Ja, könnt ihr euch entscheiden. Bei 15 Hüllenpunkte und einer Bewaffnung von gerade mal einer 20 mm und zwei MGs. Ist es, glaube ich, angedacht. Er hat natürlich noch die Longdistanz. Er hat noch die Torpedos, ne? Aber ich glaube, das klären wir auch gleich nochmal im Fazit auf, da was es auch mit den Torpedos auf sich hat und die möglichen Ziele für dieses Boot. Ja gut, du musst eigentlich ein großes Schiff anvisieren. Ja. Wir haben uns schon geeinigt, weil es in den Regeln drin steht, wenn man sich einigt, kann man auch mittelgroße Schiffe anvisieren. Mhm. Aber alleine schon hier diese Torpedoboote sind schon kleine Schiffe. Ja. Das heißt, wir spielen hier ja auf Torpedoboot-Basis. Richtig. Der Japaner hat an sich in dem Grundregelwerk nicht wirklich Alternativen, mit denen er diese Torpedoboote, die ich hier mit schwerer Bewaffnung habe, in irgendeiner Weise vernünftig was entgegenstellen kann. Ja. Man muss schon diesen riesengroßen Kahn aufstellen. Ja. Wir spielen hier ja jetzt nur mit den Flotten, die es von Morlock zu kaufen gab. Ja. Und es gibt sehr wenig alternative Modelle, die man benutzen kann, wenn man jetzt nicht einen 3D-Drucker oder ähnliches zur Verfügung hat, was wir nicht besitzen und auch keinen Zugriff drauf haben. Mhm. Tut man sich sehr schwer, alleine die ganzen, ja, das ganze Spiel auszureizen. Aber da können wir gleich im Fazit noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das
wird euch dann vielleicht auch ein bisschen noch helfen, falls ihr vorhabt, Cool Seas demnächst mal zu spielen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, mein T14 ist abgesoffen. So, nach dem Untergang geht's weiter. Wir haben uns gerade entschieden, die Wracks einfach als Hindernisse stehen zu lassen. Ja. Weil wir ja relativ nah an der Küste sind, haben wir gedacht, die gehen nicht komplett unter. Genau. Dann haben wir auch noch ein bisschen, da wir diesmal ohne Gelände großartig spielen, haben wir noch so ein bisschen Hindernisse dabei. Richtig. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal mein Kommandoschiff hier in Action bringen. Also zuerst mal die 20 cm für den Start. Jetzt wird Zeit, dass mein Flieger gleich reinkommt. Und dann bewegt er sich hier nochmal 12 Zoll. Und würde. Ist das Combat Speed? Er ist wie Schach, gezogen ist gezogen. Nee, das habe ich jetzt nicht vermessen. Ich habe hier 12. Ich stehe jetzt auf Dings. Doch, war richtig. Genau, Combat. Das Ding kommt nach hinten. Ja, ich habe jetzt nur diese Schablone einfach hier hingelegt. So, hier ist ja die 12. Ich überlege jetzt nur gerade, ich kann ja jetzt wieder einen Turn machen, ne? Mhm. 30. Ich würde jetzt noch einen Turn machen. Einen gelben? 30er? Ja. Oh ja, genau. Komm mal schön hier in Torpedo-Reichweite. Arr, arr. Ja, der ist da vorne. Aber sowas von. Ja, gut. Aber ja, es ist so und ich muss schießen. Ja gut, du kannst ja erstmal eine Breitseite loslassen, ne? Deshalb habe ich mich auch ein bisschen gedreht, einfach in der Hoffnung. Dass du hinten die... Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Die hier vorne, die kann ich definitiv einsetzen. Meine 4 Fünder. Oder 4 Zoll waren die ja, ne? 4 Zoll ist das, ja. 4 Zoll hießen die hier in dem Fall. Jo. Und ja, ich messe zuerst mal die große ab. Da haben wir 49. 49. Kurze Reichweite. Mhm. Dann würde ich die zuerst einfach mal. Alles klar. Was ist das, ein Veteran? Nee, regulär. Regulär? Jetzt. Alles klar. Dann haben wir die 5. Ich habe mich Combat bewegt, also ist da nichts. Du warst auch nur Combat? Nee, Combat ist plus minus 0. Genau. Fullspeed gibt minus 2, Over 30 gibt minus 1 und wenn du Slow oder Stationary bist, gibt es plus 1. Das heißt, du bist weiter bei der 5. Ich bin über 24, das heißt, du kriegst minus 1. Da sind wir bei der 4. Ich bin Small, es ist die 3. Du hast einen Fire Director, es ist genau. Die 4. Mhm. Autschen. Ich nehme hier die Würfel. Ja, ja, natürlich, klar. Die sind ja abgehandelt, wollte ich gerade sagen. Ich habe dich ja schon abgeblubbert. Moin. Ist schon mal nichts. So. Okay, dann geht's weiter. Die 20 mm haben eine Reichweite von 50 cm. So. Da bin ich hier auch mit 49, naja, 50 cm. Die auch. Oh, die schon nicht mehr hier hinten. Aber die hätte auch nur 180 Grad gehabt. Okay. Und die ist dann weit drüber. Okay, also brauchen wir die alle gar nicht mehr uns angucken. Also sind das
Das ist einmal eine Twin 20 mm und eine normale 20 mm. Mhm. Und die MMGs, die hatten ja nur 30, wenn ich mich noch recht erinnere. Ne? Ja, ich glaube ja. Und ich habe ja den Mörser noch. Den machen wir aber zum Schluss. Mhm. Wir machen erstmal die 20 mm schießt genau, auf der 1. Auf die 1. Dann habe ich nämlich den roten für die Twin. Mhm. Aber dann nehme ich ja trotzdem nur einen Würfel, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Twin bedeutet nur, dass ein W6 mehr Schaden da ist. Und die normale 20 mm. Oh, eine 1, das ist die Twin. Die hat getroffen. Ich sehe da keine 1, eine 7, bestimmt. Habe ich den Strich weggehoben? Ne? Ja, genau. Okay. Ja, die Twin sind 3W6 plus 1W6. Das bedeutet 4W6. Okay, dann holen wir uns mal hier aus unserem reichhaltigen Fundus mal ein paar Würfel. Ne, den ist ja schlecht. Ich nehme mal hier von dir, ne? Ja, gerne. Sind ja genug Würfel da. 4 Stück, ja. Ich sehe schon eine 6, das ist nicht so schön. Das ist schon mal ein kritischer, ne? Yep. 9, 10, 11 normale. Alles klar, dann. Für die Fülle. Und jetzt einen kritischen lege ich mal hier hin. Genau. Ich muss nur noch mal eben kurz, ich kann auch die Kamera eben nehmen. Ja, das geht, ich kann hier nebenbei eben. Das ist alles im Griff, das ist alles okay. Jetzt geht es halt nochmal darum, jetzt rauszufinden, was. Genau, würfel mal ein W10 bitte. Eine 6. Eine 6. Es wäre ein Crew-Hit, wenn es zum Crew-Hit kommt. Jetzt darf ich ja noch einen Pilotentest machen, hätte ich fast gesagt. Einen Crew-Test machen, ob ich den nicht abhalte. Eine 6, ich meine, auf die 4 Plus ist der weg. Da muss ich nochmal schnell nachgucken. Mhm. Weil es sind Veteranen. Die hattest du als Veteran aufgestellt, ja? Genau, deswegen habe ich ja so wenig und du so viel an Boden. Ich find's gleich. Es ist bestimmt wieder auf der letzten Seite, die ich jetzt nachgucke. Plus Veteran. Ja, gut. Passt. Also kein kritischer Hit. Sind nur 11 Punkte Schaden. Aber tut bei 50 Punkten auch schon weh. Genau. Genau. Habe ich noch 39, werde ich mir mal eben markieren und dann sind wir wieder da. Mhm. So, der letzte Beschuss jetzt von unserem großen Pott hier war noch der Mörser. Den hatte ich jetzt ganz vergessen. Hat er auch nochmal drauf geschossen, aber brauchte auch eine 1, um zu treffen in dem Fall. Und hat nicht funktioniert. Christian hat den nächsten Würfel und macht was? Ich hole die nächsten Boote rein, ist doch logisch. Du hast jetzt noch, genau, du hast jetzt im Prinzip ja sowieso nur noch die Landungsschiffe. Und mein Flieger. Und dein Flieger, genau. Ja, dann hol mal rein. Ich ziehe einfach mal parallel schon, während du das machst. Weil ich fast vermute, dass ich noch einen ziehe. Ja. Dann gebe ich dir gleich einen zweiten. Und dann würde ich gleich nochmal ziehen. Und habe den dritten. So. Das würde bedeuten. Super, weil dann würde ich nämlich ganz einfach hier hinten genau den nächsten Rutsch an. Boten reinkommen lassen. Dann haben wir ja wirklich ganz schöne Betriebsamkeit jetzt, ne? Ja, das ist schon krass. So viele Schiffe hatten wir auch bisher noch nie, ne? Und was mir jetzt auch nochmal so aufgefallen ist, ich habe wirklich die Qual der Wahl und darf mich jetzt hier nicht verhaspeln, dass ich hier kreuz und quer schieße, alles mal ein bisschen anschieße.
Aber wir rekapitulieren, wir haben ja ein Missionsziel. Richtig. Das heißt nämlich, meine Landungsboote kaputt schießen. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Vergiss es einfach. So, okay. Dann hast du die auch mit Fullspeed rein. So sieht's aus, genau. Kann ich mal eben noch. Jo, dann ziehe ich mich. Prima. Und ja, muss jetzt meine kleinen Kamikaze-Boote hier reinziehen. Die kleinen Boatje-Boats. Da müssen wir mal wieder hier auf Combat stellen, den Kollegen. So. Ja, meine kleinen... Ja, wir haben hier heute leichte technische Schwierigkeiten. Wir müssen hier mit einer Powerbank hantieren, weil die Kamera so schnell leer ist. Ja, klar. Und da dann Kabel leider dran ist, ziehen wir hier schon mal die Boote durch die Gegend. So, das war ein ganz schnelles Gerät. Ja, wir haben hier die Zahnlöcher drin. Und weißt du es zufällig jetzt noch aus dem Kopf? Mit dem Raketenwerfer durfte ich den bei Combat dann abschießen? Da war irgendwas. Nein, weiß ich nicht, aber das kann ich nachgucken. Das können wir gleich nochmal eben berichten. Das also Problem. Ich würde jetzt definitiv unabhängig davon Combat fahren. Mhm. Du kannst im Übrigen deine restlichen Boote, glaube ich, auch reinbringen. Ne? Bei mir ist nämlich nur noch der Flieger drin. Der geht in dieser Runde so und so auf Down. Genau. Dazu mal zur Erklärung. Der Flieger, den muss man geheim notieren, wann man ihn kommen lässt. Das habe ich getan. Ich habe das mal geheim notiert hier, in welcher Runde der Flieger kommt. Hier mal so zur Info. Zack, lege ich meine Mütze dann auf. Dann sieht das nicht. Und ja, so lange muss der Flieger im Grunde genommen down gehen. Und der fliegt dann einmal quer über das ganze Spielfeld oder annähernd. Und ja, das geschieht halt jetzt noch nicht. Da kürzen wir das einfach mal kurz ab, dass die kleinen Stoppelhopser reinkommen können. Ja, ich habe hier den übrigens zwischendurch auch gezogen. Der geht ja wie gesagt da. So, die Kamikaze-Boote habe ich jetzt halt alle mit Geschwindigkeit Combat bewegt. Hast du da jetzt was gesehen? Nein, gerade noch nicht. Aber ich werde es mir eben nochmal in Ruhe durchlesen. Genau, und einfach noch mal in Ruhe. Dann berichten wir gleich, wenn es richtig technisch machbar ist. Ja. So, wir ziehen mal den nächsten Würfel. Der Pana darf sich entscheiden, was er tut. Ja, wir sind in Runde 2. Und das heißt, ich werde jetzt zuallererst hier jetzt mit dem großen Pott anfangen. Achtung mal mit deinem großen Pott. So. Zu den Raketen nochmal. Die Ach ja. kleinen Boote müssen slow oder stationär sein. Das heißt, sie müssen langsam sich fortbewegen oder stationär sich irgendwo hinstellen, damit sie die Raketen abschießen können. Minimum Reichweite ist 30 cm, Maximum Reichweite ist 100 cm
Und wenn sie die Raketen abfeuern, zerstören sie sich automatisch. Nein, das war natürlich ein Witz. Reagier ist ja noch nicht mal. Hallo? Ja, ich war gerade vertieft. Ich dachte, du hast... Ja. Du findest mich nur nicht witzig. Ich war hier schon in Gedanken versunken. Wie ich dir jetzt ja, ignoriere. Erik, ignoriere mich hier ruhig weiter. Ist schon okay. Ja, gut. Alles klar. So, ich drehe mich noch mal ein bisschen. Und, Ja, richtig fein, richtig fein. Wenn mein Boot jetzt nicht untergeht, Leute, dann kriegt der so eine Breitseite mit zwei Torpedos. Es ist, wie es ist, ne? Es ist Schiss. Ich kann auch leider hier, Hallo, abmessen, hallo? Ja, es ist nur für die, ich kann auch so sagen, den Winkel jetzt der letzten 4 Zoll Kanone. Leider immer noch nicht da, wo es ist. Also, ich mache jetzt mein Schutzschild an. Die Frage ist, die sind ja auch nicht so weit. Ja. Ich schieße nochmal auf das Kanonenboot. Mach du mal. Bleiben meine Truppentransporter wenigstens ein bisschen länger am Leben. Ja, es ist irgendwie blöd, ne? Aber die sind ja langsam. Also rein theoretisch hätte ich dafür ein bisschen Zeit. Aber ich muss mir die Zeit jetzt auch erkaufen. Indem ich zumindest dieses Boot versuche irgendwie auszuschalten. Wir haben jetzt hier 43 für die große 4 Zoll. Ist das kurze Reichweite? Du hattest da glaube ich irgendwas. Sekunde, ich muss jetzt eben die Raketen wieder wegschlabbern. So, Twit. Es war eine 5. Du bist nicht auf Point Blank. Wie viel waren das? Waren keine 35, ne? Nee. 35 wären nämlich noch Point Blank gewesen für diese große Kanone. 5. Es bleibt immer noch bei 5. Verdammte Hacke. Du bist wie schnell gewesen? Combat. Ist auch egal. Ich war über 24, ist die 4. Ich bin small, ist die, das bleibt bei der 3. Verdammte Hacke. Du hast einen Fire Direktor, die 4, ja. 4 wieder, ja. Sehr fix. 2. Nein! Bam! So. Ich würde erstmal einfach nur mal diese Kanone komplett abhandeln. Du brauchst die nur abhandeln, glaube ich. Die hat 8W6. 8W6? 8W6 hat eine 4 Inch. Tschüss, Brotchen. Hat die darüber hinaus nicht noch irgendwas gemacht? Ja, die zerstört dein Boot selber. Kommen sie ganz so krass in die Japaner auch nicht drauf, ne? Kamikaze, sag ich nur. Ich sehe schon eine 6, das ist schon C-Fix. Man soll nicht fluchen, Entschuldigung. 10, 21. Normal. Aber der okay. Hat ja schon 11 weg, ne? 11 hat er schon weg. Jetzt mach erstmal den kritischen. Wir gucken mal, ob das noch mehr Schaden gibt oder was da passiert. Nee, ich muss mich auch irgendwie immer noch an die Würfel gewöhnen. Ne? Mit 10. Oh, das ist wahrscheinlich. Moment, ich schlag mal eben auf. Das ist ein Torpedo-Hit. Würfel mal ein W6. Ja, auf einer 5 plus wäre ein Torpedo kaputt gegangen. Dann hätte ich sofort 8W6 zusätzlichen Schaden bekommen. Aber so ist es nur 2W6 mehr Schaden. 2W6? Oh, das könnte dir jetzt aber noch den Rest geben, ne? Du bist jetzt ganz knapp. 39 Punkte habe ich jetzt. Du bist jetzt ganz knapp vom Runtergehen, ne? Ja, fast. Sayonara. 23 plus 10 sind? 33, aber du hast doch schon 11 weg. Ja, 50 Punkte hat er. Ach, 50? Ja. Ach, 50. Ich habe doch vorhin gesagt, der hat 2,5 mal so viel wie dein Dingsbums. Gilt der jetzt noch als kritischer hier, der Kollege? Further sixes do not cause critical damages. Okay. Nein, er schwimmt noch. Er kann Torpedos abschießen. Ah,
50, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, aber siehst du, wie krass dieses Boot ist? Also ich finde die amerikanischen... ja gut, dafür kostet so ein Boot auch 235 Punkte, ne? Ja. Zu deinen... Das stimmt schon. 65 zu den, die hier diese, ja. Die kosten 65 Punkte. Und der dicke Pott, was kostet der? Der regulär jetzt 305. Ja. Der hat 100 Punkte. Ja, klar. Ne? Also in der Relation ist das okay. Es ist halt ein gepanzertes Torpedoboot. Ja, ich meine jetzt so, das hat echt eine gute Mischung. Ja, das ist auf alle Fälle. Von der Panzerung, von der Bewaffnung, von der Geschwindigkeit. Ja, vor allem, weil du keinen Zugriff auf so ein Boot hast. Nee. Das ist natürlich das. Der Japaner ist da sehr begrenzt. Der hat halt viel Holzboote, viel so Kleinzeug. Ja. Weil diese Torpedoboote, die Japaner da hat, diese F-14 heißen die, ne? Mhm. Die sind auch im Grunde genommen Kleinzeug. Aber dann geht es gleich auf die großen Pötte. Gut, diesen großen Pott habe ich auch in der Liste stehen, aber es gibt, wie gesagt, kein adäquates Modell, außer du kaufst wirklich bei einem richtigen Modellhersteller ein Modell mit 800 Teilen ja. in der Größe. Herzlichen Glückwunsch. Aber weißt du was? Ich will spielen, nicht Modell bauen. Trotzdem noch Glück und können ihn trotzdem noch versenken, weil das war ja jetzt hier nur der... Nee, du bist fertig, das war's. Ich habe ja hier noch kleinen Kameraden. Ich dachte, du vergisst es. Nee, das vergesse ich. Das kann ich bei diesem Schiff einfach nicht vergessen. 43, ne? Ja. Das war einmal die jetzt noch eigentlich, das könnte wahrscheinlich, was ist denn hier die Karte? 180. 6 Punkte Schaden musst du noch machen, dann geht er runter. Aber wie gesagt, ich habe mein Schutzschild an. MGs, aber das passt auch nicht, die sind 30. Na gut, das sind wieder die zwei 20 mm. Aber die gleiche Distanz. Ne, die haben nicht die gleiche Distanz. Die haben 50 cm Distanz. Die schießen auf die 1. Ja, ich meine jetzt, die sind jetzt ja hier vom Standort. Ach so, das meinst du, ja. Ich mein, das war ja wie in der letzten Runde auch schon. Ich habe mich ja genau. So parallel dazu bewegt. Ja, beides die 1, richtig. Der rote ist wieder die Twin. Ah, knapp. Eine 2. Leute. Aber auch mit dem Gun Director? Es schwimmt noch. Der Gun Director geht nur auf deine Main Guns. Deine Main Guns sind bestimmt nicht die 20 mm oder suchst du dir die gerade als Main Gun aus? Ja. Aber dann mache ich einfach nochmal den Mörser. Mal Mörser. Auf die 1. Der hat aber eine Mindest. Von 10 cm. 10 bis 70 hat der Mörser. Das kenne ich mittlerweile auswendig, auch wenn es im Referenzsheet nicht steht. Ist eine 4, Leute. Ja, er schwimmt noch. Ja, er schwimmt noch. Ne? Konnte ich eigentlich nicht die anderen Waffen noch auf andere Schiffe verteilen? War das nicht auch irgendwie irgendwas? Ja, natürlich. Das ging auch, klar. Ne? Natürlich darfst du das nicht. Zwangsläufig. Doch, darfst du. Durfte ich, ne? Ja. Ach, jetzt habe ich zu spät auf dein Gesicht geschwenkt. Ja, ich muss es immer noch mal hinterfragen. Ne? Ja, natürlich. Aber, ja doch, ich könnte immer noch, klar, ich könnte noch die Twin auf das Boot. Ja. Feige, ob er mit. Wobei dieses Boot. Hier ist was falsch. Der ist nicht mit Combat, sondern der ist vorhin mit Fullspeed gefahren. Der hat also entsprechend nochmal etwas mehr Mali. Das heißt, da müsstest du eine Null werfen. Mhm. Weißt du, was mir auch noch auffällt? Mhm. Obwohl, die Reichenweiten können anders sein. Da müsstest du Reichenweiten nochmal messen. Ja, gucke ich gleich nochmal. Mir fällt noch was anderes auf. Ich hätte vorhin auch die Twin Gun hier an der Seite drauf. Die war von der Reichweite nicht. Die hier? Ja, die war vorhin außerhalb der Reichweite. Meine ich, hättest du gesagt. Aber guck mal, sonst kannst du nicht mehr jetzt nur noch schießen. Ne, der ist voll drin. Ja? Ja, also dann schießt du ja. Kannst du es auf alle Fälle jetzt noch schießen. Auch nochmal auf die 1. Das ist sogar eine Triple ist das. Oh, eine Triple? 6. Ja, dann
haben wir hier die. Da sind wir bei 38. Ich würfe mal alles, was jetzt keine 1 ist, ne? Ist ja nicht die Rede wert. 8. Und kann jetzt auch hier die trippeln. Weil die 180 sind ja hier diese. Weißt du, der hat ja hier diese 180. Ich war vorhin an der Überlegung nur so. Aber das betrifft ja die. Man hat ja hier. Ja, ja, immer den Kreis drum. Ja, das hatte ich hier vorhin falsch gedacht. Ich dachte, diesen Bereich würde die abdecken. Nee, nee, der kann, hat die seitlichen. Genau. Dann kann die nämlich auch diesen behagen. Und ist bei 43. Sind wir auch lange Reichweite? Warte, lass mich nochmal rechnen, da der etwas schneller ist. Ach, der ist ja. Wir sind auf einer 1. Fullspeed, ja. Genau, der ist auf Fullspeed. Beziehungsweise trotzdem über 24, das ist scheißegal. Entschuldige bitte, ich habe jetzt schon wieder geflucht. Entschuldigung, Community. Ne, bleibt bei der 1. Bleibt bei der 1. Ja, gut, aber zumindest habe ich die ganzen. Waffen, aber zumindest hast du mal ein bisschen Rauch in der Gegend verteilt hier. Ja, eben, ich habe geschossen. Ja, die Hauptkanone hat, wie gesagt, wieder ordentlich getroffen, aber es hat leider nicht ausgereicht. Es hat zum Glück nicht ausgereicht. Wie viel hast du denn jetzt noch bei diesem Boot? 6 Punkte Schaden kann ich da noch. Das ist genau. Der kritische, der nicht durchkam, ne? Ach, diese Powerbank. Ich zeig's auch nochmal. Hier, 6 Punkte. Hat er noch über. Okay. Ja, gut. Alles klar. Ja, dann zieh doch mal den nächsten Würfel. Ja. Vielleicht kann ich ja direkt weitermachen. Ja. Nach! Weißt du was, ich versuche das jetzt mal mit dem Kamikaze-Boot. Alles klar, gucken wir nochmal, wie es geht. So, jetzt ist ein bisschen was passiert. Ich glaube, die kleinen Boote haben wir gerade auch noch nicht on-camera gemacht. Die haben wir jetzt noch nicht erklärt. Drei Rocket Tiny Boats. Kamikaze-Boote, genau. Genau, die kleinen Kamikaze-Boote mit den Raketenwerfern haben hier auf die drei Langnungsschiffe geschossen, haben aber leider alle daneben geschossen, ja. Weil der Wurf eine 2 war und die 2 leider 6-mal nicht gekommen ist. Ja, das wäre auch sehr verheerend für die kleinen Boote gewesen. Danach habe ich mich hier mit meinem Torpedoboot habe ich versucht, die Kleinen zu sehen. Man muss die Tiny Boats versuchen zu sehen. Ich habe die 10 gewürfelt. Auf eine 9 und tiefer hätte ich sie gesehen. Ich habe sie jetzt in lauter Wellen und Gisch scheinbar übersehen. Bin mal zart hier durch manövriert. Da müssen wir gleich nochmal gucken, was diese Heckwelle ausmacht. Weil ich nämlich hier die Heckwelle komplett unter dem Boot generiere. Da schauen wir gleich nochmal nach. Was da passiert. Des Weiteren habe ich geschossen. Ich habe einmal auf die 3 die 37 mm von meinem Torpedoboot hier hingeschossen. Da habe ich eine 4 gewürfelt, das heißt, der definitiv nicht getroffen. Des Weiteren habe ich die 20 mm auf den Zerstörer, auf den Minenleger gelegt. Minenzerstörer, Minenleger. Minenzerstörer ist das, ne? Minenleger. Also. Die 20 mm hat getroffen, hinten die 40 mm hat getroffen und ein HMG hat auch getroffen. Das ist ein Twin-HMG. Dementsprechend hat das 3W6. Die 40 mm hat 4W6 und die 20 mm hat 3W6 Schaden. So, dann würfel ich das mal live, was denn da ankommt. Ich sehe schon mal 6, das ist doch schon mal nice. 10, 18, 21, 26, 32 Punkte Schaden plus den Crit. Ich würfel mal. Es wäre eine 4. Die 4 wäre ein Fuel Hit. Auf einer 4 plus würde ein Feuer mit 2W6 Schaden entstehen und das müsste man jede Runde wieder checken, ob nicht wieder 2W6 Schaden dazukommen.
Aber du hast jetzt natürlich noch die Chance, mit deinem Skill-Test von 5 plus das abzuwenden. Jo, dann versuche ich das mal. Und eine chlorreiche 1. Nicht abgewendet. Genau. Jetzt kommen dementsprechend 2 wie 6 dazu. Das heißt, was hatten wir? 26, glaube ich, oder? Ja. Kurzzeitgedächtnis. 6. Nee, ich glaube 26. 18, jetzt. 21, 26, 32 waren es. Ah, 32, okay. 32 waren es. Und dann würfeln wir einfach mal noch 2 Würfel dazu. Dann sind es 40 Punkte Schaden. Das ist aber jetzt aufgerundet. Das, nein. Nee, ich meine, das ist... Ja, ich meine, für hier, für den Schaden jetzt. Ach, perfekt. So, ja. So, more image immediately, das heißt, das geschieht sofort. Mhm. Und du musst einen erfolgreichen Skill-Check am Beginn der nächsten Runde machen, sonst kommen wieder, ich wieder zwei. Dazu. Genau. Und du musst jetzt einen Fire-Token auf deine Schiffskarte ja. legen. Das werde ich jetzt tun. Genau. Ich gehe jetzt mal davon aus, es steht hier jetzt nicht bei, dass eine weitere 6 keinen kritischen Schaden. Wahrscheinlich ähnlich wie macht. Das, was ja, ich ja, vorhin hatte. Ich, ne? Schwer von aus. Gut, dann machen wir das mal eben. Genau, alles klar. So, wir hatten jetzt eine ziemlich coole Situation auf Cam leider, aber das nächste Mal können wir das vielleicht mal aktuell machen. Das ist jetzt das erste Mal gewesen. Die kleinen Boote vom Chris, die japanischen, haben hinten die Wasserbomben drauf. Er ist hier vor mir hergefahren, musste hier einen Skill-Test machen, um die Wasserbombe abzuwerfen. Das ist leider nicht geglückt. Dadurch ist es zu einer Kollision der beiden Boote gekommen. Jeder der Schiffe hat 5W6 Punkte Schaden bekommen. Das heißt, das ist das Kleine, das hier bin ich. Und hat dadurch auch einen Rudder-Hit, also das Ruder ist beeinträchtigt. Und beide Schiffe werden bis zum Ende der dritten Runde automatisch sich bewegen und gleichzeitig nicht feuern können. Das heißt, ja, die beiden Boote sind dann schon mal entsprechend leicht raus. Also Gefecht, ne? Leider. Aber es war jetzt halt mal richtig interessant, weil jetzt halt auch viele kleine Regeln jetzt praktisch nacheinander abgearbeitet werden mussten, ne? Genau, richtig. Erstmal gucken, Wasserbomben, ne? Weil das war auch nicht so einfach, weil man musste es ungefähr timen und man hat ja nur die 5 cm Abstand, ne? Das hat schon was mit Augenmaß, genau. Mit Augenmaß zu tun, genau. Abstand vor dem, das muss man erstmal schaffen. Vor dem anderen Schiff herfahren und dann muss man noch einen Skilltest packen, ja. Um die Wasserbombe entsprechend zu platzieren. Richtig. Diese Wasserbombe müsste dann mit einem W6 noch geschaut werden, wie tief die explodiert, um dann den Schaden zu generieren. Ja. Das wären zwischen 1 W6 und 5 W6 Schaden, die Wasserbombe machen könnte. Und wenn es nicht klappt, kommt es zu einer Kollision der beiden Schiffe. Mhm. Und das haben wir gerade abgehandelt. Ja. Genau. Also. Dementsprechend, ja, ganz lustig und passt. Ja. Cool. Alles klar, dann haben wir das erstmal abgearbeitet. Und dann würde ich einmal so frei sein und ziehe. Christian. Okay, dann. Ja. Dann würde ich sagen, gib mir mal die nächsten zwei, weil wir hatten nämlich gerade in der Regel gelesen, dass ja, es stimmt gewesen, dass immer die Dreierpakete der Schiffe immer gleichzeitig bewegt werden muss. Das heißt also, eigentlich kommt nur ein Würfel pro Dreierkolonne in die Sachen. Und dementsprechend werde ich jetzt hier einfach mal alle drei Boote. Das beschleunigt natürlich dann auch den Spielfluss immens. Ja, also natürlich. Stell dir mal vor, du spielst mit, weiß ich nicht, drei Kolonnen von diesen kleinen Boote. Ja, eben, ne? Die Möglichkeit besteht ja. Ja, eben. Zack. Fertig. Gut. Nächste.
Der nächste. Ja, dann aktiviere ich hier vorne mal eben. Ach ja, da kannst du gleich mal hier mit deinem Boot. Automatisch, genau. Ja, das ist schon witzig. Ich würfel jetzt mal eine 2. Oh, ich befürchte, ich bewege mich jetzt nach links, dann gibt es die nächste Kollision. Ja, das könnte durchaus sein, klar. 1 und 2, hast du gesagt, links, könnte sein. Movement, 1, 2. Make as many turns as you can to the maximum degree of the left. Oh, ja. Das heißt, ich stehe ja hier noch in Fullspeed. Werde jetzt mal... ich darf auch gar keine Orders machen. Das heißt, ich darf gar nicht runterfahren. Das heißt, ich drehe mich jetzt voll 45 Grad und titsch dann voll in die rein. Ja. Ich glaube, die versenken sich gleich gegenseitig. Aber zumindest ist es mein Zweck. Ja. Bis eins untergeht. Ja. Und bumm. Bums. Jetzt haben wir das gleiche Prinzip normal. Da haben wir es ja gleich auf der Kamera. So sieht's aus. Ich schlage es nochmal auf, damit ich es nochmal überfliegen kann. Nebenbei. Collision Damage. Genau. So. Genau, unsere Schiffe haben sich nicht über 24 bewegt, soweit sind die gar nicht gekommen. Das heißt, sie haben zwar noch Schwung, aber es gibt schon mal keinen zusätzlichen Schaden. Und Tiny gegen Tiny, je 4, je 6. Small sind die doch. Small. Small gegen Small. Ja. 4, je 6 laut Collision. Ja. Chart. Das heißt... Ja, fang du mal an hier. Genau. Ja, ich würde mal sagen, deiner ist schon mal abgesüttelt. Ich hatte nur noch 6, wie viel hast du? 3, 4, 5. Ja, okay, meiner ist schon tot. Ach nee, das ist der falsche, Entschuldigung. Zack. Und dann so, ich habe noch 39 Punkte. Ja, ich glaube, deins zu schaffen, das wäre. Sehr geil ist, dass ich bis zur nächsten Runde nicht schießen kann. Das ist auch wertvoll. Das ist für 8, mich das 9, ärgerliche. 10 nochmal. Vorhin hatte ich 11, jetzt habe ich 10. Alles klar, dann habe ich. Hattest du nicht vorhin noch gesagt, es gibt noch irgendwie einen Wurfbonus, irgendwas? Ein Wurfbonus? Ein W6 extra Roll? Wenn man sich 24 Zoll bewegt. Ach so, ja, okay. Aber gut. Das haben wir jetzt ja nicht. Wir standen ja ziemlich nah aneinander und sind nur nochmal aneinander getischt. Aber weißt du was, dass dieses Boot, glaube ich, jetzt mehr Schaden ausgeteilt hat, als normalerweise der Fall wäre, oder? Obwohl, wenn du mit der 20 mm getroffen hättest und hättest 3W6 richtig gut verteilt, wäre Das ungefähr genauso. Ja, naja, das stimmt. Aber cool, also es hat schon was, ne? Für mich jetzt gerade nicht. Ja. Das ist nämlich mein einziges vernünftiges Kampfboot, was ich noch hatte. Aber das eröffnet natürlich neue taktische Möglichkeiten auch definitiv, für mich, ne? Definitiv. Ja. Also wenn man sich das anguckt, die Kollision an sich habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nee. Wenn man rammen möchte, heißt so einen Kamikaze-Angriff machen möchte, muss man schon Veteranen-Crew haben, damit die das überhaupt versuchen dürfen. Mhm. Dann muss man einen Skill-Test machen und dann kannst du praktisch einen Kamikaze-Rammen-Angriff machen. Mhm. Aber eine Kollision an sich, die jetzt praktisch durch einen eine automatische Bewegung passiert, die wird ja dann auch so abgehandelt. Genauso wie so ein Fehler bei so einer Wasserbombe. Ja. Wenn man in ein anderes Boot reinknallt. Ja. Und diese Option hast du halt, ne? Und trotz alledem, dass mein Boot halt eine unerfahrene Crew hat, ne? Habe ich dann praktisch auch so eine Aktion gekonnt. Ja. Ungewollt, ne? Aber. Dafür habe ich jetzt versenkt. So was jetzt. Ja, klar, ich meine, 15 Höhenpunkte brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Aber jetzt hatte zumindest für mich das Boot nochmal irgendwie einen anderen Touch bekommen. Ja. Wo ich vorhin halt noch ein bisschen geflucht hatte, ne? Dass das, aber wenn man es so sieht, ne? Hat dir jetzt auch ein bisschen mehr Nachteile jetzt gebracht durch die Aktion irgendwie. Definitiv. Ich musste jetzt das Boot aktivieren, ob ich das jetzt gemacht hätte oder später, wäre egal gewesen. Mhm. Weil du schon dich bewegt hattest. Ja, ich hatte jetzt ja nur die Möglichkeit, das automatisch auszuwürfeln und ja, das Ruder klemmt, würde ich sagen. Ne? So, die zweite Runde ist abgeschlossen. Ich mache nochmal eine kurze Zusammenfassung. Hier vorne die Raketenboote haben, wie gesagt, hier die drei beschossen, da ist gar nichts passiert. Das Boot hier mit den 6 Höhenpunkten
was noch über ist, hat ja entsprechend sehr guten Schaden hier vorne bei dem dicken Pott gemacht. Mhm. Hat zusätzlich noch zwei Torpedos abgeschossen. Oh, ja. Das haben wir vorhin nicht gesagt. Das wird gleich noch interessant. Schauen wir mal, ob es knallt, genau. Hier vorne war ja die große Wasserbomben-Kollisionsorgie. Das Boot hat hier auch einen Heiligenschein bekommen, ja, von mir, extra. Hat echt gut geklappt für seine paar Punkte. Gut funktioniert. Ja, und dann noch mit einer Inexperienced Crew. Also wir sagen mal, es kann auch funktionieren, ja, je nachdem, wie man diese Fahrzeuge spielt. Genau. Das ist wie immer. Ne? Das ist so ähnlich wie mit den Kniemörsern bei den Japanern. Richtig. Ne? Ja, ansonsten haben sich hier die Landungsboote vorbewegt und das letzte von den kleinen Kanonenbooten hat das ganz äußere Landungsboot hier beschossen und 11 Hüllenpunkte abgezogen von 20. Jo. Dementsprechend ist das angeschlagen. Aber bisher habe ich noch alle meine Boote. Bist du noch im Saft, ne? Und dein Flieger? Der Flieger kommt noch nicht. Dementsprechend warten wir noch drauf. Willkommen in der dritten Runde. Ich zieh mal den nächsten Würfel. Ha! Ich darf nochmal. Ja, bevor mir der weggeschossen wird, würde ich mit dem jetzt erstmal gucken, ob ich denn jetzt diese kleinen Boote sehe. Ja, ich sehe sie. Müsstest du aber nicht zuallererst jetzt die Torpedos abhandeln? Da war irgendwas, ne? Zuerst die Torpedos. Okay, dann sehe ich es einfach nicht. Ja, jetzt macht es leicht. Ja, die legen sich jetzt 40 voran. Vielleicht war es das jetzt auch mit dieser. Sprich, dieser hier trifft und der andere trifft genauso. Ja, das ist. Treffen, also das Schiff erreichen tun sie jetzt ohne Probleme. Jetzt der Schaden, genau, der jetzt womöglich passiert, das wird interessant. So, Torpedo to Hit Table, Base 4, Large plus 2, das ist die 6. Du bist wie schnell? Ich bin Combat. Wie schnell? Zentimeter? 6? 12. Ach so, Entschuldigung, einen kleinen Moment, das waren 12. 12. Du bist kleiner 12, das heißt nichts, immer noch die 6. Die Firing Crew ist Veteran, ist auf die 7. Das ist mächtig, ne? Tja. Dann hast du hier mal einen. Genau. Dann würde ich sagen, der rote, der blaue. So, auf die 1, der trifft schon mal. Der andere trifft genauso. Jetzt müssen wir noch gucken, ob es Ducks sind. Was war das denn nochmal? Ach, die praktisch nur anklopfen. Ob das Blindgänger sind, genau. To hit. Skill Test. Veteran 2 plus. Der rote. Macht Bums. Der andere macht auch Bums. Ja, Roll Damage. Ja, dann kann man wieder so das gleiche Problem wie letztes Spiel. Wieso Problem? Ich habe zumindest ein Problem. Ob der Kutter das jetzt noch aushält. Ja, je nachdem, was du jetzt noch an kritischen würfelst. Uiuiui, der hat jetzt eh nur noch 60 Hüllenpunkte. 16 W6, 32 W6, das ist ja lustig. Guck mal, Würfel. So, ich habe jetzt mal 16 W6 geholt. 32 W6 waren mir jetzt ein bisschen zu viel. Bei 60 Schadenspunkten gehe ich mal davon aus, dass das so und so sich gleich erledigt hat. Jede natürliche 6 wird gleich nochmal gewürfelt und ist ein W6 extra Schaden. Beim Torpedo gibt es ja keinen kritischen Damage. Oh, ich sehe aber schon eine Masse Einsen. So, da ist schon mal die 6. Dann würfel ich gleich nochmal einen dabei. Zack. Noch eins. Super. 10. 20. So,
30. Genau 40 Punkte. Mhm. Dann mache ich das gleiche nochmal mit 16. Jo, dann sind wir noch bei 20 Punkten Hülle, was mein Minenwerfer anbelangt. Schauen wir mal, ob die jetzt weg sind. Ja, die sind weg. Brauche ich nicht mehr zählen. Nein, das war's. Sayonara, Kapitän. Shalom aleikum. Ja, das ist, wie gesagt, wir hatten gerade eben noch vorher das gerade nochmal durchgesprochen. Genauso gut hätte ich jetzt vor ihm dran sein können, dann womöglich diese 6 Punkte jetzt hier mit dem ganzen Waffenarsenal platt machen können, dann wäre es jetzt schon nicht dazu gekommen. Genauso hätte jetzt Christian auch noch hier bei den Torpedos Blindengänger erwürfeln können. Also es gibt einfach noch so viele Variablen, die ihr in dem Moment alle gar nicht immer einberechnen können. Deshalb viele Sachen. Aber ich glaube, das macht das Spiel auch aus, dass es einfach im Gefecht... Man sieht ja schon alleine, wenn man zu schnell fährt, kann man ein Schiff schlecht treffen mit seinen Waffen. Die Entfernung ist unwahrscheinlich ausschlaggebend hier. Ja. Und es ist ein relativ... Spiel schon mit einer relativ großen Taktik, so dass du immer so taktieren musst, dass du nicht zu schnell getroffen wirst, aber den anderen gut treffen kannst. Mhm. Und das hat viel was mit der Initiative zu tun, sprich, wann du den Würfel rausziehst. Ja. Das ist einfach so. Das stimmt. Bei einem anders gelagerten Initiativesystem würde das Spiel, glaube ich, auch nicht so viel Spaß machen, wenn man jetzt wirklich ein I-Go-You-Go daraus macht. Ist derjenige voll im Vorteil, der zuerst zieht. Mhm, richtig. Weil der Schaden ja sofort aktiv wird. Macht also, glaube ich, dann in der Beziehung doch wirklich nur dieses Sinn. Oder man müsste wirklich für jedes Boot eine eigene Initiative auswürfeln. Weil anders würde das nicht funktionieren. Damit man wirklich, wie man das so sieht, immer unterschiedlich in Zuchtzwang bekommt, möchte ich jetzt mal einfach sagen. Ja. Ja. Ja, gut. Dann gucken wir mal. Dann suche ich mal ein bisschen Watte. Ja, such mal ein bisschen Watte. Du hast die nicht bewegt. Das fehlt noch, siehst du? Abmessen. Nee, Quatsch. Du hast. Die habe ich noch nicht bewegt. Nee, die hast du schon. Du warst ja hier mit dem jetzt dran. Jetzt habe ich nochmal neu gezogen. Da habe ich dir den schon rausgegeben. Also, der gehört rein. Genau. Da waren wir nämlich gerade stehen geblieben. So war es. Ne? So genau. War's. Mussten eben kurz nochmal nach der hitzigen Debatte hier mit dem großen Kutter haben wir jetzt gerade eben so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber jetzt sind wir wieder drin. Also Christian bewegt natürlich jetzt fleißig seine Boote weiter. Genau. Und könnte natürlich jetzt auch schießen. Klar. Ich würde sagen, hier einmal Point Blank. 2 MGs und 2 HMGs. Mhm. -30, -40, das heißt in 5 cm haben wir ja Point Blank. So, das wäre die 7, es sind nix. Du bewegst dich, Ed, Combat Speed, das sind 20, das ist egal. Ne, ich habe Full Speed, Entschuldigung, minus 2 sind 5. Bei dir war es egal. Du bist small, ne? Ja. Yep. Das ist die 4. Das heißt, alle MGs auf die 4. Ja, dann schieße ich einfach mal. Ja. Yep. Zack. So. Eine. Einmal ist getroffen. Ich hätte jetzt natürlich auch deklarieren müssen, was die HMG ist und was das MG ist. Kannst du ja nochmal. Das sind die MGs. Treffen natürlich dann beide. Das sind die HMGs. Das gehört auf die 4, ne? Mhm. HMG trifft auch. Das heißt, das HMG hat 2W6. Die MGs haben 1W6, sind 4W6 zusammen.
damit das Spiel zu Ende, ne? 15 Punkte? Mehr, ja. Gut, ich habe noch meine kleinen Boote hier noch. Stimmt, die Tiny sind ja auch noch. Die könnte ich noch auf Rammen einstellen. Aber jetzt haben wir gar keinen Flieger eingesetzt. Nee. Ah! Also, der kann ja auch nicht mehr diese, diese kleinen Boote auch angreifen, ne? Ja gut, die müsste ich sehen. Da müsste ich jetzt gucken, ob ich die sehe. Dann kann ich die natürlich mit den anderen beiden noch angreifen. Das stimmt, das könntest du natürlich machen. Die Option hast du ja noch. Die können ja noch wirken, ne? Dann musst du würfeln. Ich muss jetzt erstmal würfeln, ob sie so sehen. Auf die 7 plus meine ich. Muss ich bei den Tiny Boots einmal kurz nachgucken. Man müsste sich die ganzen Regeln mal ein bisschen zusammenfokeln und, glaube ich, mal ein... Ja, das ist das Problem, dass das alles ja, sehr verteilt ist und es fehlt auch irgendwie... Tiny Chips, regulär. Bis 50 cm 7 oder weniger sind 15. Sehr kleine Boote. Mhm. So, dann schieße ich mit dem alles da drauf und mit dem alles da drauf. Mhm. So, hier haben wir so, 18 und dann 17. So, für die MGs ist das lange Reichweite, für die HMGs ist das kurze Reichweite, mhm, also unterhalb. Das heißt, schießen jetzt erstmal. Müsst ihr hier verschiedenfarbige nehmen? Oh ja, das ist ein roten. Super. Du hast, glaube ich, da irgendwo noch einen. Achso, ja. Dann sind die orangen die normalen MGs und die blauen die HMGs. Das HMG schießt auf. Schießt auf die 3. Die 3. Wie schnell sind die? Slow, ne? Die 3, die 4. Die sind aktuell slow, ja. Auf die 2, weil sie sind nämlich tiny. Die HMGs. Dann kann ich mit den normalen MGs schon gar nicht treffen bei meiner Geschwindigkeit. Mhm, okay. Ach, 2 Treffer. Jo. HMGs haben 2W6. Ja, dann. Das erste Tiny Boot ist weg. Und dann das darauf. Mhm. Die treffen beide nicht. Das heißt, ein Tiny Boot hat Blut. Sich erledigt. Du hast die Unterseite ja gar nicht bemalt. Nee. Hast du auch nicht, habe ich vorhin gesehen. Natürlich nicht. Ja. So. Gut, es sind jetzt nur noch die 2 Boote. Ich versuche jetzt noch irgendeine Kamikaze-Aktion zu machen, wenn es mir gelingt. Nee, aber erstmal ist Christian noch dran. Tja. Ich würde sagen. Ich hole den Flieger rein. Ja. Jetzt geht's ja noch. Jetzt kannst du es noch machen, ne? Genau. Das ist ein Veteranenflieger, da konnte ich mir ja aussuchen, welche Richtung. Und wie sehe ich da mal hinten an? Man geht davon aus, dass der Flieger an Fullspeed macht. Das heißt, der kann 140 cm weit fliegen. Mhm. Und jedes Boot, über das er fliegt, kann er angreifen. Mhm. Und die Schiffe daneben, die feindlichen, können ihn beschießen. Außerhalb des Korridors 20 cm, das sind die Ruler hier. Mhm. Und nun alles, was da dann links und rechts ist, kann den per Flak beschießen. Das heißt, MGs etc. dürfen darauf schießen. Ja, und Kanonen und was es da so gibt, die entsprechend Flugabwehr können. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, probieren das mal einfach aus.
So, einmal kurz zur Erklärung, wie das mit dem Flieger funktioniert. Ist ja nicht ganz so einfach, aber wir können es ja ganz einfach mal erklären. Da ist nicht so einfach, wenn man es einmal gemacht hat, ist es ganz einfach. Der Flieger wird im Grunde genommen aufgestellt, fliegt eine gerade Linie und kann sich innerhalb seiner kompletten Bewegung 45 Grad drehen, einmalig. Fliegt so lange, bis er auf ein Schiff trifft, was hier jetzt der Fall ist. Zack. Dann, wenn das Schiff über eine Bewaffnung, also eine Bewaffnung hat, die entsprechend als Flak nutzbar ist, kann man in einem Korridor von 20 cm neben dem Flieger, können alle auf den schießen und können den im Grunde genommen dann daran hindern zu schießen oder ihn auch abschießen. Je nachdem, was für eine Qualität der Flieger hat, müssen entsprechend mehr oder weniger Treffer gerichtet werden. Jede Waffe, die schießen kann, kann mit einem W6 schießen und eine 6, eine natürliche 6 auf den Flieger vom Treffer her, ist dann ein Hit. Mhm. Ja. Wenn man auf das Schiff getroffen ist, bleibt man stehen, würfelt ganz normal ein Trefferwurf, wie auch für die Schiffe. Ein Trefferwurf in dem Fall ist natürlich dann auf Point Blank, weil man natürlich die Attacke direkt drüber ablässt. Und ja, das ist in dem Fall, wäre es eine 6 gewesen, ich habe eine 4 gewürfelt. Die Bombe, die ich geworfen habe, macht 5W6 Schaden. Nach den Grundregeln gibt es nur zwei Waffen, entweder eine Bombe oder ein Torpedo, die du mitnehmen kannst. Das steht in den Regeln. Die erweiterten Regeln gehen etwas anders. Wir spielen jetzt erstmal nur nach den Grundregeln und habe dementsprechend hier 16 Punkte Schaden gemacht. 15 Punkte, ne gar nicht, 5 Punkte, glaube ich, hatte das Riesenboot. Lediglich, ne? Ja. Genau, und dementsprechend habe ich das Riesenboot versenkt. Ja, Leute, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen abgekürzt jetzt zum Ende hin, weil ja, Christian hat euch jetzt nochmal gezeigt, wie es mit dem Flieger funktioniert hat. Und ich hatte jetzt letztendlich nur noch ein Kamikaze-Boot, was ich auch nicht mehr einsetzen konnte, also was nutzlos war, weil ich erst ab Veteran noch die RAM-Funktion gehabt hätte und die sind ja jetzt nur als regulär aufgestellt und ja, im Prinzip ist meine komplette Flotte ausgelöscht. Genau. Du hast alle Landungsboote noch? Ich habe alle Schiffe noch. Du hast alle Schiffe noch, wie gesagt, wieder nur die zwei Torpedoboote jeweils angekratzt. Obwohl das eine ist schon fast versenkt, also 6 Punkte gehen wir jetzt mal davon aus, eigentlich hätten die abgedreht und würden nicht weitermachen. Richtig. Aber irgendwie hat sich diesmal nicht so balanciert angefühlt, oder? Ja, also heute war ich ein bisschen enttäuscht. Also beim letzten Spiel ist das für mich jetzt nicht ganz so ins Gewicht gefallen. Da habe ich das jetzt nicht gespürt. Aber heute hatte ich, wie gesagt, auch schon bevor wir das Spiel begonnen hatten, auch schon einfach einen schlechten Eindruck einfach irgendwie gehabt beim Flottenaufbauen, dass ich halt wieder als Japaner gezwungen bin, diesen großen Minenwerfer halt zu stellen, weil die Alternativen meiner Meinung nach nicht halt ausreichend Feuerkraft haben, nicht ausreichend Hüllenpunkte und von den Punktekosten dann halt zu teuer sind. Und gut, ich habe mich halt dann entschieden, diese T-14 Boote dann trotzdem aufzustellen, aber als unerfahren. Um das zu kompensieren, dass ich halt trotzdem mehr Boote habe, aber ja, sind dann halt unerfahren. Und ja, es ist halt irgendwie auch das Boot von den Amerikanern, das Torpedoboot. Man weiß halt nicht, an was es liegt. Ist das Torpedoboot jetzt zu überpowered? Ist irgendwie das allgemein so ein Ungleichgewicht? Oder zuletzt war der Gedanke jetzt von mir, dass es vielleicht daran liegt, dass man nicht die komplette japanische Flotte, wie es in dem Grundset drin ist, jetzt spielt, dass das vielleicht
noch mehr aufeinander abgestimmt ist, aber ich weiß nicht, es ist keine Ahnung. Ja, vielleicht gibt es da draußen ja welche von euch, die sich mit Cruises auch auskennen. Vielleicht könnt ihr einfach mal in den Kommentaren was hinterlassen. Vielleicht haben wir irgendeinen Gedankenfehler in der ganzen Geschichte, aber ich bin der Meinung, wenn man auch die beiden Flotten gegeneinander aufrechnet, die in den Paketen sind, das ist ja ein Ungleichgewicht vollkommen. Wenn ich die wirklich meine fünf Schiffe, die in dem Paket drin sind, spiele, die Torpedoboote sind, und diese, also es sind vier Torpedoboote drin, dieser Subchaser, dieses Küstenboot, ja. Und dann noch dieses große Landungsboot, diesen LCIL, der hat ja nochmal 5 20 mm Kanonen, ja, eben, und weiß ich nicht, 80 oder 90 Hüllenpunkte. Ja. Das ist, weiß ich nicht. Es fühlt sich irgendwie nicht balanciert an. Nicht zu deinen Holzbooten, die du hast, zu deinen relativ klein gepanzerten Gunboats, Kanonenbooten, die du da hast. Irgendwie, ich fühle es nicht. Ich habe ja diesmal wirklich auch nur explizit zwei... Oh, das Feuer fliegt in der Gegend rum. Zwei Boote aufgestellt und dabei in Flieger genommen, um ihn einfach mal auszuprobieren. Genau, ja. Mal zu testen. Also. Die Landungsboote sind jetzt im Grunde genommen nur Marker, die Chris hätte abschießen müssen, damit was passiert. Aber und sogar die Landungsboote jetzt von Christian, weil die haben ja auch nochmal zwei MGs und zwei HMGs, sogar die haben dann praktisch noch ein T-14-Boot abgeschossen. Ne? Also ich müsste noch Angst haben vor den Landungsboden. Ja, die haben mehr Hüllpunkte als deine Kanonenboote. Und das ist halt so der Punkt. Also meine günstigen Boote, also sagen wir mal, meine schlechten kleinen Boote sind von den Punkten zu überteuert. Die haben nicht ausreichend Bewaffnung, um das irgendwie zu kompensieren, oder nicht genügend Hüllenpunkte. Auch der große Sampan, der hat zwar dann 40 Hüllenpunkte, hat dann aber auch nur eine 20 mm, beziehungsweise man kann dann tauschen, ob man jetzt noch eine Twin 20 mm aufsetzt oder ein Mörser, aber dann kostet das Boot regulär trotzdem 95 Punkte. Und ja, und kommt nicht aus, wollte ich gerade sagen, und hat nur 9 cm Bewegungsreichweite. Und ist dann Medium, wo man sich halt, jetzt bei uns steht ja auch in dem Regelwerk drin, dass man sich einigen kann. Man kann es jetzt mal einfach mal sehen, und das ist jetzt hier das Boot von Christian, was dann auch als Small gilt. Und das ist jetzt hier so ein Sampan. Und wenn ihr das jetzt hier mal seht, ne, eigentlich ist das sogar noch ein bisschen breiter und länger, und der Sampan gilt hier aber trotzdem schon als Medium. Ne? Und gut, vielleicht hat das was mit Tiefgang zu tun. Ne? Ja. Ein Torpedo braucht ja einen gewissen Tiefgang, damit er auslöst. Vielleicht liegt es daran, aber trotzdem irgendwo fühlt es sich für ein Spiel, was eigentlich auf gleichem Level gespielt werden soll, im Moment nicht balanciert an. Das ist das, was ich jetzt beim dritten Spiel, was wir richtig durchgezogen haben, im Moment so sehe. Du hast zwar diesen riesengroßen Pott, aber damit du den auch vernünftig benutzen kannst, musst du ihn ja in Breitseite stellen, sonst kannst du deine Waffen ja gar nicht richtig einsetzen. Ja. Also es steht und fällt, wie gesagt, halt mit dem großen Pott bei mir. Wir hatten es in dem letzten Spiel so gespielt, weil Christian auch nochmal sagte, jetzt im Vorfeld, ja, lass den doch weiter hinten. Aber das hatten wir auch letztes Spiel schon. Dann habe ich wiederum das Problem, ich schieße zwar alle Waffen dann, aber es kommt nichts durch. Also ja, aber die 20 mm kannst du dann ja auch nicht schießen. Die haben ja dann nur 50 mm Reichweite. 50 mm. Richtig, ne? Aber wenn du schon den bisschen zurückhältst, ist der Schadensoutput auch gering, weil du einfach nicht triffst. Also musst du näher rankommen. So, wie Christian schon sagt, man muss den auch so stellen, dass man möglichst viele Waffen abfeuern kann. Genau. So bietet er natürlich weniger Angriffsfläche gegen die Torpedos. Genau. Aber dann hat er nur vorne, und ich glaube, hier vorne noch die 20 mm, die er schießen kann. Und ich glaube, hier sind 180 Grad, ne, bei den Seitenwaffen. Ja. Das heißt, die können auch schon wieder sehr begrenzt nur schießen. Richtig. Also irgendwie. Ja. Und das ist so. Also man ist eigentlich als Japaner die ganze Zeit immer vom Kopf her bei diesem großen Schiff einfach, damit es nicht so früh wie möglich das Spielfeld verlässt, und dass es eigentlich so viel wie möglich austeilt. Und das ist so anstrengend, weil man sich auch um die restlichen Boote auch gar nicht mehr so wirklich kümmert, finde ich. Vielleicht probieren wir es das nächste Mal ganz einfach, dass du das weglässt.
Ja, du mal alles andere aufstellst. Das wäre jetzt halt noch eine Idee, dass man einfach mal alle anderen aufstellt, wo sich dann noch die Frage stellt, in was für einer Erfahrungsstufe, weil meiner Meinung nach rechnen sich jetzt die T14-Boote nicht mit regulär für die paar Höhenpunkte. Ja, oder schon gar nicht als Veteran. Ne? Man muss zu den Bootkosten immer rechnen. Die Bootkosten selber sind halt unerfahren. Sobald man eine reguläre Mannschaft haben möchte, kostet das 50 Punkte extra. Ja. Der Veteran kostet 70 Punkte extra. Ja. Also das sind schon, ich sag mal, wenn ich einen Veteran T14 aufstelle, kann ich zwei Unerfahren aufstellen. Das ist der doppelte Schadensausput. Gut, das ist schlechter, aber ne, da würde ich schon eher zweimal Unerfahren aufstellen. Das stimmt. Also es ist schon wirklich ja, ein bisschen komisch. Also gut, ich hab jetzt auch noch die Option auch noch auf so einen Flieger, ne? Aber der wird das Kraut jetzt auch nicht fett machen. Aber ich habe jetzt wirklich als Japaner jetzt mal alle Boote ausprobiert. Ja, ich meine, gut, die Kamikaze-Boote kann man jetzt nicht sagen. Weil ich hatte jetzt wieder die Raketenwerfer-Version, die hätten jetzt genauso gut auch alles treffen können. Und der Schadensoutput von den Raketen ist ja dann so immens, dass der wahrscheinlich dann auch alle Landungsboote dann da weggefetzt hätte. Mhm. Das ist dann halt, entweder trifft man oder man trifft nicht. Gut, genauso hätte jetzt die Situation hier zum Ende hin auch passen können, dass ich vor dir dran bin und wenigstens dieses Boot. Ja, natürlich, es ist auch einiges ist natürlich Glück. Das ist ja, wie wir da vorhin schon mal darüber geredet haben, ein Drittel ist Würfelglück, ein Drittel ist Taktik und ein Drittel ist die Aufstellung. Ja. Aber in Summe ist irgendwo jetzt für uns nach dem dritten Spiel dann doch irgendwo so ein kleiner Haken, wo wir meinen, dass das echt ein bisschen im Ungleichgewicht halt ist. Ne? Ich meine, man hat natürlich die Möglichkeit noch in dem zweiten Regelwerk, in dem Close Quarter, sind natürlich noch einige japanische Boote drin, die das Ganze natürlich schon wieder ein bisschen mehr balancieren können. Aber wo bekommt man die Modelle her dafür? Ja. Ne, also es gibt ja auch eine sehr begrenzte Zahl für dieses Spiel an Modellen. Mhm. Ich selber und du ja auch nicht, wir haben ja beide auch keinen Resindrucker oder ähnliches, womit man sich mal eben irgendwas drucken könnte. Und auch das wäre ja jetzt halt nur eine Option in diesem Zeitalter, ich sag mal vor 10 Jahren, da wäre das Spiel rausgekommen, hättest du ja auch gar nicht diese Option. Jetzt sagt man halt oder winkt mal schnell ab und sagt, ja komm, dann mache ich irgendwas mit einem Drucker und dann hast du auch die Bode. Ne? Ja gut, aber von meiner Seite, ich müsste wieder sagen, das ist schon wieder ein zweites Hobby. Wenn du dieses Drucken wieder vernünftig betreiben willst, mit der ganzen, mit dem ganzen Funktionsumfang, der da ist, ist das ein eigenes Hobby. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt genug zu tun mit Spielen, Malen, Bauen. Das macht mir mehr Spaß, als irgendwo noch an so einem Drucker rumzufummeln. Ich sag mal so, die Richtung wird sich ja wahrscheinlich auch jetzt mal ab von dem Spiel auch wahrscheinlich so entwickeln, dass man wahrscheinlich irgendwann im Shop einfach nur noch sein Modell auswählt und dann zu, keine Ahnung, Anbieter XY geht und der druckt dir das halt aus. Ne? Ja, schauen wir mal. So wird es wahrscheinlich hingehen. Ne? Wenn das ein bisschen professioneller irgendwann wird und sich das vielleicht von der Finanzierung her anders gestaltet, dass es für die Hersteller nicht mehr lohnt. Man sieht es ja allein jetzt auch mit der Brexit-Geschichte in England. Ne? Wäre jetzt zum Beispiel auch eine gute Alternative, wenn die dann einfach nur die Druckvorlagen verkaufen. Ja, wobei das hat immer einen leichten Beigeschmack. Es gibt natürlich auch noch einige Arbeitsplätze daran. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Das ist, wenn ich mir so einen Drucker für 300 Euro in die Ecke stelle, da mein 2 Liter Resin im Jahr durchballer. Oder irgendwo jemand Zinnfiguren, Resinfiguren professionell als Beruf und als Handwerk herstellt. Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen damit. Klar, auf Dauer sparst du natürlich da ein bisschen Geld mit. Aber gut, ja, bei vielen wird aber trotzdem mal der Fokus auf dem Geld liegen. Und deshalb denke ich mal, werden mehr Leute, ob sie es wollen oder nicht, dahin tendieren. Das ist halt immer so, ne? Wenn wir mal davon abkommen, dazu hat man natürlich auch noch die tollen Karten, die dabei sind. Ne? Ohne die Karten, okay, kann man natürlich auch wieder selber bauen. Mhm. Ein bisschen Grafikprogramm, ein bisschen geschickt mit ein paar Tools.
Ja. Machst du die Sachen natürlich auch selber, aber naja, ne? Dann kann man auch gleich ein eigenes Spiel bauen, hätte ich fast gesagt. Ja. Also wir wollen es jetzt nicht insgesamt jetzt irgendwie schlecht reden und wir können halt auch nur euch das jetzt wiedergeben, was wir jetzt von der Pacific Box, die wir jetzt halt aktuell spielen. Ja, was heißt Pacific Box? Das ist ja nicht die Pacific Box, sondern das sind ja die beiden Fleets gewesen, ne? Die wir haben. Ja, richtig, für die zwei die Flotten Fleetboxen. Dafür. Die das Fleetboxen, ist die West, genau, die Fleet meine ich. Und ja. Die japanische Flotte. Das sind diese Flottenboxen gewesen, die wir uns damals zugelegt haben. Ja. Jetzt keine großartigen zusätzlichen Sachen. Ich glaube, ich habe einen Blister mit Landungsboot noch dazu gekauft damals. Und ansonsten ist das, was bei mir in der US-Box drin war, in dieser Flottenbox. Genau, ja. Und das ist halt nur das, was wir euch halt zeigen können, wie das jetzt zum Beispiel mit den Atlantik da aussieht, mit den deutschen und mit den englischen Boxen, mit den Flotten. Na, es kann da auch irgendwie anders sein, dass das vielleicht nur hier jetzt gerade irgendwie sich so komisch anfühlt, ich weiß es nicht. Also das ist ein bisschen... Ich bin mal gespannt, wie das mit Victory at Seas ist, wie sich das da verhält. Ja. Wobei, da muss man ja auch mal historisch einfach dazu sagen, die Japaner hatten natürlich auch die dicken Pötte, ne? Naja, klar. Das ist so. Das ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit kleinen Torpedobooten und mit Kanonenbooten aussah, wie viel sie da hatten, aber ich glaube, der Tokyo Express, ich glaube, das wird schon eine andere Geschichte sein. Ne? Gut, genau. Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass man das halt in mehreren Ebenen halt abbilden kann, auch mit diesen kleinen Küstenschiffen. Ja gut, wie gesagt, ich habe mir heute halt bei dem Spiel halt ein bisschen mehr vorgestellt, dass ich irgendwie in das Spiel eingreifen kann, aber es ist ja auch gar nicht dazu gekommen, dass ich irgendwie ein Missionsziel hätte jetzt zerstören können. Klar, du hättest jetzt sagen können, ich lasse die Boote links liegen, aber hätte mir das was genutzt? Das weiß ich nicht. Das ist... Ja, weil du musst ja auch, ich hätte ja auch nichts anderes jetzt gehabt, neben dem großen Kutter, was da im Boden jetzt hier wirklich richtig gefährlich werden könnte. Ne? Es ist, vielleicht lag es dann doch irgendwo an der Taktik, dass ich hätte sagen können, mit den kleinen Booten versuche ich irgendwie die zu opfern, um ein Torpedoboot von dir auf Abstand zu halten und mit dem großen so nah wie möglich dann ran an die Landungsschiffe und die dann sofort zu beschießen. Genau. Ja, machen wir ganz einfach mal einen Schlussstrich runter. Das Spiel macht Spaß. Kein Ding. Das ist jetzt nicht, dass das hier bei uns verschwinden wird. Es macht auf alle Fälle so viel Laune, dass wir weiter auch dazu Content produzieren. Aber vielleicht schreibt ihr ja mal eure Meinung runter. Vielleicht sehen wir auch was falsch. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie wir da gedanklich weiterkommen. Das ist ja, soll ja ein Austausch sein hier. Genau. Deswegen, würde ich sagen. Ja. Jeder, der da in der Richtung schon irgendwas gemacht hat, gerne ein bisschen was reinkloppen in die Kommentare. Und dann führen wir uns das mal zu Gemüte und gucken wir mal, wie das beim nächsten Spiel aussieht. So sieht's aus. Ja, das nächste Spiel wird ja dann entsprechend erstmal eine Partie Board Action sein. Genau, also im Prinzip wird jetzt das, was jetzt von Christian anlandet auf Guadalcanal, wird jetzt praktisch in Board Action dann verwurstet, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann geht's da weiter. Genau, der Japaner wird dann entsprechend an der Landungszone irgendwo schon eingegraben sitzen und der Amerikaner wird dann entsprechend ankommen. Ja. Es wird, glaube ich, nicht ganz eine gleiche Armee sein, weil die Anlandung, das haben wir schon mal normandietechnisch gespielt, ist immer sehr verlustreich für diejenigen, die anlanden. Ja. Dementsprechend denke ich mal, weiß nicht, 2-1 Verhältnisse oder in diese Richtung wird es laufen. Machen wir ein Punkte-Gleichgewicht, logischerweise, weil auch die Boote, die Landungsboote natürlich mehrere Stufen vom Gewässer überschreiten müssen. Es zieht sich natürlich auch ein bisschen. Ja, aber da haben wir unsere Erfahrungen ja schon gemacht. Ich denke mal, dass wir das ganz gut umsetzen. Ja. Und ihr werdet da natürlich auch vieles an neuem Gelände von Christian sehen. Da bin ich auch mal gespannt, was da so alles aus seiner Werkstatt purzelt. Und was das für ein Augenschmaus auch für euch sein wird. Aber ich denke, das wird ganz, ganz witzig werden. Ne? Ja, ich glaube auch. Mir gefällt es gut, was ich da gemacht habe. Und ja, wir schauen mal, ob es euch auch gefällt.
Alles klar, Leute, dann war es das im Prinzip mit dieser Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? So sieht's aus. Haut rein.